Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich mal wieder ein Aussortiert- und Flop-Video für dich. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Wie immer, ein kleiner Disclaimer vorab. Das sind alles Produkte, die ich auf meinem Gesicht, auf meiner Haut probiert habe und die einfach nicht funktioniert haben oder wo ich gegebenenfalls ein Produkt habe, was ähnlich ist und leider besser ist. Das heißt, es ist kein Bash gegen Marken oder gegen Menschen, sondern es ist einfach so, dass mir das Produkt nicht gefallen hat. Ich drehe das Video heute am 17.12., das heißt deutlich im Voraus. Das heißt, wenn ihr das Video seht, sind die Produkte gar nicht mehr bei mir. Morgen ist nämlich Mädelsabend und da geht die Post ab, das sage ich euch. Da nehme ich nämlich immer meine Grabbelkiste mit und dann wird demnächst nochmal Trashosaurus bei mir eintreffen. Der wird auch nochmal ordentlich aufgefüllt. Also von daher, die Produkte, die ich euch hier zeige, werde ich nicht an irgendwen leider von euch weitergeben können, verschenken können. Sonst irgendwie, ne? Das ist dann tatsächlich gar nicht mehr bei mir. Ihr könnt euch gerne in den Kommentaren suchen und finden. Das mache ich immer unter diesen Aussortiert-Videos. Das ist so ein kleiner Aufruf, dass ihr euch Gruppen bilden könnt, wenn ihr möchtet und da selber Trash-Pakete starten könntet. Ich bin da aber leider außen vor und kann da nicht dran teilnehmen. Ich bekomme nämlich, ich muss es immer dazu sagen, immer nach diesen Videos super viele Anfragen. Ist das noch bei dir oder können wir nicht zusammen mal ein Trash-Paket machen? Dies, das, Ananas? Nein, leider nicht. Und deswegen muss ich das auch wirklich so nochmal im Video einfach mal erwähnen. So, und es ist schade, wenn die Produkte gehen müssen, aber auch ich habe nur begrenzt Platz und es ist nun mal mein Beruf, also mein Hobby, was zum Beruf geworden ist, dass ich Produkte für und mit euch ja zusammen teste. Und das beinhaltet halt, dass ich Produkte benutze. Und das kann dann natürlich auch bedeuten, dass die Produkte einfach bei mir nicht funktionieren, ne? Manche Produkte kommen durch Beautyboxen durch mich, manche haben mich einfach aufgrund ihres Verpackungsdesigns geflasht und irgendwann ist dann auch mal gut gewesen, sag ich mal, ne? Wenn ich sie einfach nicht mag. Gut, ich fange einfach mal mit einem Produkt an, was ich in einer Box drin hatte. Das habe ich mir tatsächlich, ich sage das aber nicht immer dabei, wo ich das her habe, ne? The Sign Tribe, das ist die Cosnova-Geschichte tatsächlich, finde ich super witzig, weil Essence, Catrice und so, ne, ist ja Cosnova. Auf jeden Fall Remove and Chill Mini Nail Polish Eraser Cream. Und das habe ich mit euch zusammen getestet bei Instagram und da habt ihr auch gesehen, was das eigentlich für eine Arbeit ist. Es hat letztendlich funktioniert, aber da funktioniert für mich persönlich Nagellackentferner einfach 5 Milliarden mal einfacher, besser, schneller, wie auch immer. Wird weiter wandern. Vielleicht möchte irgendwer bei meinen Freundinnen oder bei den Trashosaurus-Mails es ausprobieren. Hier habe ich eine Palette, die wird demnächst mal verlost werden. Von I Heart Revolution, die Disney Cinderella Palette. Ich hatte, also es war glaube ich eine der ersten Paletten, die rausgekommen ist, ne? Und ich fand die total geil. Ich fand die super. Und dann haben die aber super viele nochmal nachgelegt. Und da habe ich mir gedacht, nee, ich will mir auch nicht alle kaufen. Die fand ich jetzt super ansprechend. Ich fand sie auch schön. Aber sie stand jetzt auch, glaube ich, ein Jahr bei mir im Schrank. Und ich habe da nicht einmal zugegriffen. Und deswegen wird sie mich jetzt verlassen. Also, ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt schon... Ja, ich habe sie schon einmal aufgemacht, ne? Aber ich habe sie nicht verwendet. Nee, also... Ja, das ist halt dieses wunderschöne Buch. Ist total klasse. Hier haben wir Lidschatten drin. Hier haben wir Base- und Face-Produkte drin. Klasse, ne? Also schöne Farben, definitiv. Aber überhaupt nicht, dass ich dazu gegriffen habe. Und wenn das der Fall ist, dass ich neue Paletten bei mir in der Sammlung drin habe oder neue Produkte, original verpackt, dann müssen die gehen, ne? Kommt demnächst, wie gesagt, in eine Verlosung, deswegen nicht in mein Trash rein. Dann habe ich hier von GOTTOB die Fabulous Eyeshadow Palette aussortiert. Die habe ich ja auch mit euch zusammen in meinem Fullface GOTTOB verwendet, aber ich finde die einfach nicht ansprechend. Und ich habe hier ein kleines Billy-Regal stehen, wo ich meine Lidschattenpaletten reingepackt habe. Und wenn das voll ist, dann ist das voll. Und wenn ich jetzt neue Paletten mir gekauft habe, dann müssen andere einfach gehen. Und die gehörte da einfach zu. Und ja, ist es gegangen. Die hatte ich mir letztens selber aus Trashosaurus rausgenommen, vor einem halben Jahr, und die nicht einmal verwendet. Herzlichen Glückwunsch, Claudinchen, das hast du gut gemacht. Spricht auf jeden Fall nicht dafür, dass ich sie toll finde. Ich finde die Palettenanordnung okay. Ich finde sie aber jetzt überhaupt nicht überwältigend. Da habe ich andere Paletten, die ich deutlich schöner finde und die auch solche Töne beinhalten, ne? Nö. Dann habe ich ja von L'Oreal eine Palette aussortiert. Ich habe noch eine andere und das ist jetzt die, die gehen musste. Das ist die wunderschöne Paris Electrics Palette, die mir auch, oder Electric Nights, die mir optisch richtig gut gefallen hat auch, ne? Und die hat auch einen guten Job gemacht. Die ist gut pigmentiert, auch dieses Gold hat mir gut gefallen.
Und ich muss aber mittlerweile sagen, dass ich Paletten habe zuhauf, die halt diese neutrale Geschichte haben und dann ein Blau oder ein Grün oder so dabei haben. Und da greife ich lieber zu als zu der hier tatsächlich, obwohl die echt schön war, ne? Aber die wird jetzt weiter wandern. Ich glaube, da werde ich meine Freundin Maddie mit glücklich machen. Mal gucken, die sehe ich ja morgen, ne? Die habe ich mir selber ertrasht oder sogar gekauft. Das weiß ich gar nicht. Von MAC ist das eine wunderschöne Außen von außen, wunderschöne Palette. Desert Lightning. Ist die nicht hübsch? Ja, die ist hübsch. Schöne Marble-Optik, aber von innen ist die einfach so öde. Das wäre überhaupt nicht mein Fall, ne? Weil das sind halt so richtig, na, schmutzige Töne, neutrale Töne, langweilige Töne. Sieht hübsch aus. Auch, also jetzt wieder, ne? Alles irgendwie so mäh, den finde ich interessant. Ja, aber wegen einem Ton behalte ich doch die Palette nicht, ne? Ja. Deswegen, da wird sich jemand anders drüber freuen und ja, ist okay, finde ich. Also da geht mir jetzt auch irgendwie herzensmäßig nichts kaputt, ne? Hier habe ich tatsächlich auch noch eine von MAC, die habe ich von Lea ertrasht, ne? Die ist mir absolut zu neutral. Die ist ja nur neutral. Komplett neutral. Sehr neutral. Langweilig neutral. Nichts für Claudinchen. Dann habe ich hier auch noch die It Girl Palette von It Cosmetics. Auch die wunderhübsch, ne? Weil die so rumfließt und holographisch ist. Ei, ist die hübsch. Und von innen ist die halt total langweilig. Ja. Ich mag It Cosmetics, aber ich finde die Lidschatten von denen, das, was ich bislang getestet habe, einfach langweilig. Wir haben ja auch einen Blush drin, aber ich habe auch einen Blush von It Cosmetics, den man halt sieht. Den hier, den sieht man halt nicht. Die habe ich mir damals mal im Sale gekauft und ja, nö, voll langweilig, ne? Sieht man auch. Schöne Palette von außen wieder, aber von innen ist so, Die habe ich tatsächlich mal geschenkt bekommen und das tut mir auch ein bisschen weh, dass ich die jetzt aussortiere, aber sie nimmt einfach so viel Platz weg. Von Nicole habe ich die mal geschenkt gekriegt. Das ist die Highlighter Wardrobe Highlight Collection Palette. Ja, aber ich habe da nie zugegriffen. Ich habe Highlighter von Revolution, die ich gerne verwende, aber die von I Heart Revolution sind jetzt nicht so gut wie die von Revolution tatsächlich. Und hier haben wir dann einmal den Blick rein und da sehen wir auch eine riesengroße Platzverschwendung. Ne? Das ist ja fast schon wie ein Cosmetic Zodiac Ausmaße. Ja, schade. Ne? Aber ja, die darf jetzt tatsächlich gehen. So, das waren jetzt die Produkte, zu denen ich mir nichts aufgeschrieben habe. Jetzt kommen wir zu den Produkten, wo ich mir was zu aufgeschrieben habe. Und da sind auch ein paar Pflegeprodukte bei. Zum Beispiel hier von Hello Body, das Coco Fresh Detox Face Cleansing Foam. Finde ich schrecklich. Also der macht ein ganz merkwürdiges Gefühl. Also abgesehen davon, dass ich keinen Kokosduft mag, ne? Abgesehen davon. Ist das hier auch noch so ein Produkt, was irgendwie so einen Ölfilm auf die Haut gibt? Und irgendwie, ich weiß es nicht. Wenn ich einen Reinigungsschaum verwende, soll der wirklich reinigen? Und danach nicht noch irgendwie ein Hai-Detail auf mein Gesicht machen, weil, nee, brauche ich nicht, weil das bei mir tatsächlich auch eher Pickel verursacht, als dass es sonst irgendwas macht. Und ja, der darf jetzt weiter wandern und wird nicht bei mir bleiben und ist, glaube ich, auch ein bisschen ausgelaufen. Yay. Dann habe ich hier einen Concealer, der mir einfach irgendwie zu gelb ist. Revolution Pro Ultimate Coverage Crease Proof Concealer in der Farbe C2. Ja, Crease Proof ist der tatsächlich auch nicht, ne? Also der ist mir auch in die Fältchen gekrochen. Wobei ich sagen muss, fast jeder Concealer kriegt mir in die Fältchen. Jetzt heute habe ich einen drauf, der tatsächlich nicht in die Fältchen gekrochen ist, der aber eigentlich gar kein richtiger Concealer ist. Das ist von Yves Saint Laurent, dieser Touche Eclat. Eigentlich eher ein Highlighter-Pen, den ich aber auch schon mal leer gemacht habe, ne? Was ist das für ein Geräusch? Das ist die Kerze. Das ist ja Wahnsinn. Das hört sich an, als würde hier einer durch die Gegend fahren. Die Kerze hat einen Knisterton und die macht so. Okay, krass. Ja, auf jeden Fall, ne? Hat der nicht bei mir funktioniert und darf jetzt einfach gehen. Dann habe ich hier von Kia T. London zum 100. Mal in Beautyboxen drin gehabt und immer wieder dann aus meiner Aussortiertkiste rausgekramt oder aus meinem, muss ich noch für mein Aussortiert-Video drehen, Schubladen 4 rausgeholt, den Define Liner. Der hält bei mir nicht. Der macht bei mir nichts Schönes. Ich mag auch gar keine Kajalstifte. Was will ich damit? Ne? Muss gehen. Also die Kerze geht mir auf Keks. Dann habe ich hier von L'Oreal den Plump NZ Brow Artist. Das ist einfach ein Augenbrauengel. Ja, nö. Also hat überhaupt keinen Halt gegeben. Ne? Ich bin ein hübsches Bürstchen. Definitiv. Ne? Das ist schön klein und fein. Die geht mir echt auf den Keks. Junge. Ja, ich mag zum Beispiel super gerne von Essence hier dieses Lamination Gel-Gedönsen. Ich mag super gerne den 24 Hours Brow Setter, aber das hält bei mir nicht wirklich was fest. Die Palette ist mir leider einfach zu dunkel gewesen. Die hatten wir in der Pinkbox mit drin gehabt. Essence Pure Nude Sunlighter Palette. Ich glaube, wenn ich sie aufmache, dann wissen wir alle, warum sie nicht bei mir bleiben wird. Das ist definitiv nicht mein Highlighter-Ton. Als Bronzer-Topper
werde ich sie auch nicht verwenden. Als Blush-Topper tatsächlich auch nicht. Als Highlighter-Topper vor allem, ne? Nee. Darf jetzt auch weitergehen. Ich glaube, die ist sowieso nicht so gut angekommen, als sie in der Box drin war, ne? Das hier ist eine Glitzerbombe. Letztes Jahr war das in der Limited Edition von BH Cosmetics, Let It Snow, Let It Glow. Die Lidschattenpalette davon finde ich bombastisch geil. Aber die Highlighter-Palette, finde ich nicht so geil. Die ist einfach nur super glitzerig auf meinem Gesicht und ich mag die einfach nicht leiden. Schade. Dann habe ich hier noch Glow Hearts von Dodonna Triple Baked Highlighter. Der ist mir einfach zu kühl. Das sieht zu weiß auf meinem Gesicht aus. Und das hier sieht mir auch zu kühl, zu rosa aus. Auch von Dodonna ein Highlighter. Nee. Einfach nee. Mag ich nicht gerne leiden. Dann habe ich noch zwei lose Blushes aussortiert, weil ich einfach keine losen Blushes verwende. Und sie waren mal irgendwo in Adventskalendern oder in Boxen drin. Von Bare Minerals habe ich hier einmal den Golden Gate. Das ist eine schöne Farbe, ne? Definitiv. Aber ich mag den einfach nicht als losen Blush, weil ich damit einfach nicht richtig dosieren kann. Ich kann damit nicht umgehen. Ich bin da zu blöd für wahrscheinlich. Und der Bare Minerals, der Amaretto, der war ja so häufig, der Bella Pierre Amaretto war ja so häufig in irgendwelchen Boxen drin. Meine Herren, habe ich den häufig in meinen Händen gehalten. Und jetzt ist die Zeit für ihn zu gehen. Die Farbe ist relativ schön, ja, schon irgendwie, aber ich mag einfach keine losen Blushes. Ich mag gerne lose Puder, ne? Also als Puder. Aber da kann ich ja auch eskalieren, wie ich lustig bin. Da muss ich nicht aufpassen. Dann halt ein Duft, der mir leider nicht gefallen hat, ist von S. Oliver Your Moment, das Eau de Toilette. Man sieht, ich habe es ja auch ein bisschen verwendet, aber also an mir persönlich gefällt er mir nicht, weil er einfach, ich bin einfach kein sportlicher Mensch. Ich bin so ein gemütlicher Mensch. Ich habe so süße Düfte, blumige Düfte, dieses Haiti-Tai, das ist so meins, ne? Das ist auch so, womit mein Umfeld mich in Verbindung bringen würde als Duft, aber nicht damit. Nee, das ist nicht so für mich was. Dann habe ich hier einen Highlighter von I Heart Revolution, wo wir auch wieder, ne, I Heart Revolution unterwegs sind. Das ist aus dieser Aristocats Limited Edition gewesen, der Beloved Highlighter, der auch wieder wunderschön aussah mit seinen süßen Tatzen, ne? Ja, das habe ich mir dazu aufgeschrieben. Zu rosa. Ja, so kann man es auch sagen. Einfach zu rosa im Gesicht. Auch da ist wieder so eine schöne Tatze drin. Ist hübsch. Kannst du nicht anders sagen, ne? Die hier war mir einfach zu taub. Das ist die Disney Princess Rapunzel Lidschattenpalette. Ja, zu taub, zu öde, zu taub trifft es wirklich, weil sie einfach komplett taub ist. Ja, ich habe da auch ein Video zu gedreht, das müsstet ihr auch mittlerweile gesehen haben. Das war mir einfach zu langweilig. Es ist so schade, weil Rapunzel ist so ein fancy Girl, ne? Die ist so krass drauf. Und da so dann so eine Lidschattenpalette zu ihr rauszuhauen, finde ich traurig, ne? Da könnte man so viel mehr rausmachen mit ihren grünen Augen, mit ihren blonden Haaren, mit ihrem lila Kleid, mit ihrem, dass sie einfach, keine Ahnung, Blumen im Leben, keine Ahnung, irgendwas Spektakuläres wäre ganz geil gewesen, aber irgendwie war das öde. Das hier ist aus einer vergangenen Disney Princesses Limited Edition und das ist die letzte Palette, die ich auch aus der LE noch hatte. Das ist die Tiana Palette. Die ist mir zu dunkel leider. Zu dunkel, zu schmutzig. Nee, Küss den Frosch ist das ja, ne? Vom Märchen her. Da sieht man auch die Töne. Ja. Da hatten wir auch tatsächlich schon mal in Trashosaurus drin und da kam ich dann auch auf die Idee, so wie war die nochmal, als ich sie verwendet habe. Dann habe ich sie nochmal verwendet und mir gedacht, ich mag grüne Lidschatten, aber die Palette mag ich einfach nicht, ne? Schade, es hätte so cool sein können. Ja, und diese Dancing Green Palette, die ist mir einfach zu schmutzig. Ich weiß nicht, was diese Paletten sollten, ne? Die hatten da ja mehrere von und da war irgendwie keiner, der die jetzt so hart gefeiert hat. Also in Favoritenvideos hast du die auch nie gesehen. Im Prinzip hat man die in den ersten Schminkvideos gesehen und danach nie wieder. Ja, das hat seinen Grund, ne? Ja, der Look, den ich damit geschminkt habe, war auch nicht das Schönste meines Lebens, ne? Dann habe ich einen Highlighter aussortiert, der mir einfach zu grau war. Also es ist ganz merkwürdig, so eine Farbe für einen Highlighter rauszubringen, ne? Von Belle Hypoallergenic. Ja, in der Farbe cool. Aber der ist nicht nur cool, der ist tot. Also wirklich so kalt, dass er tot ist tatsächlich. Und ja, steht mir dann auch überhaupt natürlich nicht, weil tote Sachen stehen mir irgendwie nicht. Ja, zum Beispiel Fell und sowas steht mir alles nicht. Okay, dann habe ich hier was und das tut mir sehr, sehr leid, liebe Nika.
Aber sie hat mir nämlich ein wundervolles Paket geschickt und da waren halt ganz viele Produkte von Budni drin. Und das hier habe ich halt ausprobiert und habe das auch ein paar Tage verwendet und ich habe es irgendwann nicht mehr verwenden können, weil ich mich nur noch aufgeregt habe, weil das einfach so eine merkwürdige Konsistenz hatte. Von Jolea reichhaltige Hautcreme mit Mandelblütenextrakt, trockene Haut. Ja, oh Mann, ja, es ist für trockene Haut geeignet. Also wenn du halt mal partiell so eine Stelle hast, die ein bisschen trocken ist, machst drauf und dann pflegt das halt ordentlich. Aber generell auf der Haut ist es halt nicht mal wie Nivea-Creme, sondern irgendwie noch eine Stufe anders. Irgendwie riecht auch geil. Den Duft mochte ich voll gerne. War voll meine Welt, ne? Aber das war so fest. Und so hat keinen Spaß gemacht, mich einzucremen. Und wenn ich, ne, ich habe meine Stunde im Bad und da brauche ich meine Chillness und da muss alles funktionieren. Und das hat einfach nicht funktioniert und deswegen muss es gehen. Noch ein Pflegeprodukt, was einfach nicht funktioniert hat, ist hier Madagaskar Centella Skin 1004 Ampoule. Die habe ich, glaube ich, 2 oder 3 Tage verwendet und ich habe Pickel gekriegt. Oh mein Gott, das war gar nicht gut, ne? Das ist halt wie so eine Art Serum. Oder als Zwischending zwischen Toner und Serum habe ich mir danach einen Toner und vor dem Serum aufgetragen. Und meine Haut ist eskaliert. Die hat das gar nicht gemocht und deswegen wird es auch nicht bei mir bleiben. Hier ist meine Nase eskaliert. Lavera Hydro Sensation Gesichtspflegespray. Ich weiß nicht, aber ich glaube, das hat von Anfang an auch so gestunken, ne? So richtig alkoholisch und boah, ne. So wie man sich wirklich vorstellt, wie Naturkosmetik riecht. Aber wie sie eigentlich nicht riecht, weil mittlerweile ist Naturkosmetik viel, viel besser als das hier. Da hat Lavera sich echt also nichts Gutes mitgetan. War auch mal irgendwo in der Box und nee, nee. Das hier ist mir einfach zu gelb. Also wenn ich mir das drauf mache, als unter den Augen zum Beispiel, das sieht so furchtbar aus. Von Catrice ist das das Loose Banana Powder Matt Effekt und das ist ganz gruselig. Ganz, 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 ganz gruselig, weil das einfach gelb ist und nee, das muss dann auch einfach nicht sein. Ich weiß nicht, ob ich euch das Puder irgendwie so zeigen kann. Nee, das sieht man halt auch nicht so richtig, ne? Muss nicht sein. Muss wirklich nicht sein. Das ist, nee. Das sieht ganz grausam aus. Okay, dann habe ich hier eine Palette aussortiert und das tut mir auch ein bisschen leid, weil es ist halt auch eine neue Palette gewesen. M. Asam hat ja die neue Make-up-Linie Make-up Finish rausgebracht und da habe ich ein bisschen was ausprobiert und die war einfach so dermaßen öde, ne, dass ich dann auch echt überlegt habe, behalte ich sie nicht und habe dann letztendlich gesagt, nee, komm, macht gar keinen Sinn. Das ist einfach die Elegant Vibes Palette. Ja, kannst du elegant verwenden, hast einen schönen Blush mit dabei und kannst du auch schöne, neutrale oder sehr standardmäßige Tages-Make-ups mit schminken, aber dafür habe ich so viele schöne Paletten, auch so von Natasha Denona und so. Da brauche ich keine M. Asam Palette. Nie. So, jetzt kommen wir zu ein paar Nagellacken, denn obviously, ich lackiere mir super gerne die Nägel. Und hier habe ich endlich meinen gelben Nagellack von H&M aussortieren können, den ich echt nicht gut finde. Sunny Dispotion ist das. Und der war so schwer immer aufzutragen. Oh, ich habe jedes Mal gekämpft und mittlerweile habe ich einen neuen. Der ist von M. Asam, dieser Lima Lime oder sowas. Und der ist so geil. Der hält und hält und hält und hat sich so toll auftragen lassen. Ciao, Kakao. Du darfst mich jetzt verlassen. Hier habe ich, den habe ich doch auch jetzt gerade drauf, ne? Ja. Da habe ich den Maybelline Color Show 60 Seconds 661, bla bla bla. Der ist schön, ne? Mag ich auch gerne leiden, aber ich habe einen, der noch besser ist tatsächlich. Ja, da kann ich ja halt vergleichen, ne? Gerade wenn es Farben sind, dann ist es halt vergleichbar. Da habe ich einen von Catrice, der besser ist. Nee, von Essie Aruba Blue. Genau, den habe ich. Und der ist einfach besser, der lässt sich besser auftragen, ist haltbarer und den mag ich lieber leiden. Hier habe ich einfach so einen klassischen von Sally Hansen. 449 ist hier die Farbe. Was ist das? Wie heißt das? Rhapsody Red. Ist einfach so ein Rot, ne? Und da habe ich tatsächlich einen von Pino, den ich besser finde. Und den trage ich doch gerade, genau, hier auf dem kleinen Finger. Den hatte ich jetzt letztens in der Trend Raider Box drin und den finde ich einfach schön. Und ja, deswegen, ne? So ein klassisches Rot, das wechselt sich halt mal durch. Hier, die trage ich gerade. Also die anderen trage ich auf meinen. Oder die selber? Ja, ich habe damit außer. Was? Ich weiß es auch nicht. Den habe ich aussortiert, weil ich den neu hatte. So, den habe ich nämlich von Melly im Adventskalender bekommen, von Catrice. So, das ist dieser hier.
Und das wäre quasi die Alternative dazu und der ist halt ein bisschen heller. Ich mag das aber so lieber, wenn das halt ein bisschen farbiger ist, sodass es ein bisschen knalliger, kräftiger ist, auch wenn das eher ein zurückhaltender Ton ist. So, und dann habe ich den aufgetragen und habe den dann stehen sehen in meinem Nagellackregal, was übrigens auch eine begrenzte Platzzahl hat und dann muss aussortiert werden. Und deswegen ist der gegangen, auch wenn der gut ist, ne? Aber da habe ich jetzt eine Alternative, die ich noch besser finde. Hier habe ich einen, der so ein bisschen auch Glitzer mit dabei hat von Sally Hansen. 446 Ready Set Run, also auch eine coole Farbe. Hier habe ich mir aufgeschrieben, dass ich einen von Maybelline habe, den ich besser finde. Joa, ne, so ist das alle. Trage ich aber gerade nicht auf meinen Fingern. Nee, genau. Dann habe ich hier einen aussortiert, der sich einfach furchtbar abschminken lässt, abtragen lässt, abmachen lässt, auch wenn der wunderschön ist. Also der Effekt, den ich hiermit mache, der ist so geil, weil das halt so Goldflakes sind, aber den kriegst du einfach nicht runter. Da muss ich immer so viel rubbeln und danach sehen meine Finger aus wie Sau. Und das will ich einfach nicht. Ich möchte vor allem nicht, dass meine Fingernägel dann quasi darunter leiden, dass ich sie so oft lackiere und so. Das ist die My Golden Pumps Farbe von der Mary Berry Limited Edition gewesen und man sieht es auch, ne? Richtig geile Goldflakes. Ich liebe sowas. Aber wenn ich das, wie gesagt, drauf mache, muss die mal so runterknibbeln und ich nehme dann manchmal so ein bisschen was vom Nagel mit runter. Das ist nicht gut. Ja, das ist eine Sache. In der Limited Edition hier, ne? Sister Love LE und so, habe ich hier auch die Catrice Face Serums beigehabt. Eins habe ich schon komplett leer gemacht, das seht ihr bald im Aufgebraucht-Video, das Rosenserum. Das Gelbe habe ich aktuell in Anwendung, das ist noch grenzwertig vom Duft her. Das hier, Ariel, ist aber ganz schlimm. Ich weiß nicht, ob ihr das zu Hause auch habt. Und wenn ich euch das jetzt sage, warum ich das aussortiere, könnte es sein, dass euch ein Licht aufgeht. Und zwar habe ich das verwendet, um es, also im Gesicht konnte ich es erstmal überhaupt gar nicht haben. Ne? Also auch die anderen beiden konnte ich im Gesicht nicht haben. Deswegen verwende ich das auf meinen Oberschenkeln. So. Und da verwende ich halt gerne etwas einfach, um für meine ja, anfängliche Zellulite da mal so ein bisschen schickimicki vorzubeugen. Und auch wegen meinen Oberschenkelinnenseiten. Da habe ich halt Dehnungsstreifen, weil ich so schnell gewachsen bin. Also quasi Schwangerschaftsstreifen oder auch Dehnungsfugen. Und ja, da habe ich das auf jeden Fall aufgetragen. Und habe mir dann, also ich mache das immer im Wechsel, Körper und Gesicht einzucremen. Also dann mache ich ein Serum auf meine Beine, dann mache ich mir meine Augencreme drauf, zum Beispiel so, ne? Das heißt, ich habe dann meine Hände auch im Gesicht und ich rieche meine Hände dann auch. Und es hat gerochen, als hätte ich gerade Zwiebeln zerkleinert. Mit meinen puren Händen. Ihr kennt den Duft wahrscheinlich, ne? So hat es gerochen. Ich habe die ersten Tage gedacht, so, hä, was zur Hölle, ne? Weil ich hatte da auch tatsächlich gekocht, so, warum kriege ich das nicht aus meinen Händen raus? Ich habe doch gerade geduscht. Und dann später habe ich das mal verwendet, als ich eben, ja, nicht vorher geduscht habe, einfach um das mal auszutesten. Da dumm, es riecht wirklich, als hätte ich mir gerade, ne, als hätte ich Zwiebeln geschnitten. Und das will ich nicht. Das stinkt. Ja, dann habe ich hier einen Highlighter von SheGlam, der eigentlich ganz schön ist, aber mir persönlich tatsächlich sogar ein bisschen zu subtil. Der Metallic Glow Highlighter Solo finde ich schön, ne? Habe ich ja auch im Fullface verwendet und auch gerne verwendet, aber der ist mir zu wenig. Da habe ich andere, die einfach einen schöneren Glow haben, mich glücklicher machen und deswegen muss der gehen. Dann habe ich einen, den man gar nicht sieht und zwar leider, wirklich leider, den hatte ich aus Trashosaurus mir rausgenommen und habe mich eigentlich gefreut wie Bolle, weil ich den so schön fand, auch im Swatch, aber auf dem Gesicht sieht man den ungefähr gar nicht. Und das ist von Spectrum, der Oyster Highlighter Oceana und das fand ich sehr, sehr schade, den habe ich heute noch verwendet, dass der halt so gar nicht vorhanden war, ne? Schaut so aus, sehr schön holographisch, aber auf dem Gesicht ist er einfach not available tatsächlich. Das nächste Produkt, was ich tatsächlich auch heute ausprobiert habe oder verwendet habe, war sehr available, denn es hat mich sehr, sehr angespuckt. MAC Prep and Prime Fix Plus Gold Light. Ich mag gerne das Fix Plus von MAC, ne? Habe ich in einem Zuschauerpaket zu bekommen. Da hat sie mir ein paar aussortierte Produkte auch geschickt. Und ja, das ist von halt Schütteln, da ist ja auch eine Kugel unten drin. Und dann hast du halt wirklich diesen Goldstaub hier mit bei. Aber dieser Goldstaub legt sich tatsächlich sehr aggressiv auf das Gesicht und ist sehr, sehr präsent. Also ich hatte eben auch tatsächlich gedacht, ich hätte den Fallout des Todes von meinem Augenlook. Ja, ich habe davon Fallout gehabt, aber nicht so viel und nicht so überall. Also auch nicht am Kinn zum Beispiel. Das war tatsächlich, nachdem ich das hier verwendet habe. Dann habe ich das an meinem Arm verwendet, um zu gucken, ob das das hier ist. Ja, grobe Glitzerbombe. Und das mag ich nicht. Wirklich nicht. Ich mag Glow. Ich verwende ja auch gerne Glow Primer, die ich dann unter meiner Foundation verwende.
damit so ein Glow from within halt rauskommt. Ich verwende auch gerne Highlighter, aber auch da nicht so glitzern, ne? Alles immer so ein bisschen verrückt. So, und den habe ich jetzt auch aussortiert, obwohl ich den jetzt heute einmal hier auf dieser Seite getragen habe. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Genau, der Art Deco Bronzer. Der ist einfach nicht vorhanden gewesen. Natural Skin Bronzer, natürlicher, dreifarbiger Bronzingpuder. Es ist wunderschön. Also dieses Packaging feiere ich hart. Das ist ja dieses, ich glaube, WPC, ne? Wood Plastic Compound. Da haben wir tatsächlich bei unserem Zaun Elemente halt in dem Material. Und ja, ich glaube, das ist sogar eine relativ dunkle Farbe. Ja, die Farbe 3. Da würde man ja eigentlich denken, dass man den sieht, aber den siehst du nicht. Der ist einfach nicht vorhanden. Jo, kann sich jemand anders drüber freuen. Deswegen, ciao, Kakao. Jo, das waren jetzt meine aktuell aussortierten Produkte. Da werden sich meine Mädels am Mädelsabend freuen. Die Trashosaurus-Mädels, die sich übrigens erweitert haben, also macht euch nächstes Jahr auf eine Überraschung gespannt, werden sich auch freuen, wenn ich da vielleicht das ein oder andere High-End-Ding mal reinpacke, ne? Und ja, weil mein Gesicht ist ja nicht das Gesicht von allen Leuten und mein Geschmack ist ja auch nicht der Geschmack von allen Leuten. Das heißt, das finde ich eben so cool, dass man die Produkte halt einfach desinfizieren kann und dann im Familien- und Freundeskreis oder bei Kolleginnen so weitergeben kann. Das finde ich eine ganz coole Geschichte. Und ja, was ich halt auch immer wieder mache, ist, dass ich große Pakete packe, vorher natürlich desinfiziere, ne? Und dann entweder zu einem Frauenhaus bringe, was in der Nähe ist, oder zu einem Flüchtlingslager, was wir hier auch haben, oder auch ja, bei eBay Kleinanzeigen, ne? Wenn man halt nicht die Möglichkeit hat, eben wegen der Pandemie dort vor Ort zu sein, dass man das bei eBay Kleinanzeigen reinstellt zur Abholung, und da freuen sich auch immer wieder Leute drüber. Deswegen, bei mir kommt eigentlich nichts weg, und das, was halt nicht bei mir bleibt, kommt auf jeden Fall immer in liebevolle Hände, und ja, damit mache ich irgendwie immer mal wieder Leute glücklich, und das macht mich persönlich auch immer wieder glücklich. Und das war's jetzt auch hier von mir und meinem Gemecker. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben eine Playlist mit den ganzen aussortiert Videos, aufgebraucht Videos, diese Videos halt. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!